Volodymyr Zelensky, ukrainischer Präsident in Bern. Was will er in der Schweiz? Ja, das weiß ich auch nicht genau. Ich nehme an, er will einfach mehr Geld und er will einfach die Leute wahrscheinlich motivieren, das Parlament, dass sie dann endlich die Kriegsmaterial locker durchziehen, dass sie Panzer sprechen und dann noch mehr Milliarden auf die Ukraine schicken. Aber ich weiß nicht, was das soll in dem Parlament. Fremde Staatschefs haben bei uns nichts zu suchen. Und solche, die Kriegsführer, erst recht nicht, die gehören nicht ins Parlament und fertig. Ausser der SVP hat er einfach alle im Sack. Die haben alle das Gefühl, die armen Seher in der Ukraine, denen müssen zuhören, denen müssen helfen und so. Denen verehren sie in der Zwischenzeit zwar wie Heilige, die wir dann im Mittelalter arbeiten müssen. Wenn sie mit dem reden wollen, sollen sie mit dem telefonieren, wenn sie Lust haben.